Die Sache 100 Jahre, das ist das erste Mal, dass man Zunftin, die 100 Jahre alt ist. Dann darf ich gleich ankündigen, dass wir 2 Jahre später in Impfingen beim Kulturverein das nächste Ringtreffen haben. Und er hat auch ein großes, rundes Jubiläum? Die Impfinger haben selbstverständlich ein Jubiläum. Das wird in der Regel immer beim Narrengeburtstag oder beim großen Jubiläum gemacht. Und wir kommen nach Walderstadt. Eine Besonderheit in Walderstadt ist ja eine Exklave im Württembergischen. Es war speyerisch, Bistum Speyer gehörend. Walderstadt, auch die Geburtsstadt des berühmten Johannes Kepler, der im 16. und 17. Jahrhundert gelebt hat. Oh, Maja, jetzt gibt's aber was zu essen, oder? Spicklingsweiber von Walderstadt. Okay. Und wahrscheinlich ist das der Rufname. Okay, und wahrscheinlich ist das ein Traditionsrezept, oder? Richtig, genau. Und jetzt hat jede von euch einen gebacken? Ja, selbstverständlich. Und was ist das Besondere an diesem Rezept? Er ist sehr einfach gehalten. Hefeteig mit Äpfel und einem Rahm drüber. Mehr ist gar nicht. Und wie schmeckt er? Sehr lecker. Wollen Sie ein Stück? Ja, da sag ich nicht nein. Probier mal. Vielen Dank. Okay. Sieht auf jeden Fall schon sehr saftig aus. Sehr lecker. Vielen Dank. Darauf doch ein herzliches Aha. Wie die Walderstädter rufen. Da haben wir wieder einen Narrenruf. Den Narrenruf Aha, den gibt es ja im Schwäbischen Oberland. Und in Esslingen am Neckar. Das soll nicht vergessen werden. Weiler Schlehengeister. Fasnacht in Walderstadt hat viele, viele Gesichter. Es ist eine bunte Fasnacht, die sich dort erhalten hat. Denn im Umland ist man dort weniger fasnachtlich. Also Walderstadt ist wirklich so eine, du hast ja schon gesagt, Exklave. Wie kann sich sowas entwickeln? Ja, ganz einfach durch gebietsrechtliche Besonderheiten. Es hat zum Bistum Speyer gehört, wie übrigens auch Neuhausen auf den Fildern. Und es waren einfach solche auch konfessionellen Exklaven in Walderstadt. Ich habe vorher vom Astronomen Kepler gesprochen. Es ist auch ganz interessant, dass es da die Kalenderdifferenz gab. Die reformierten Gebiete haben ja den gregorianischen Kalender nicht anerkannt. Und erst im Jahr 1700 nach über einem Jahrhundert haben dann die Kalender wieder übereingestimmt, weil auch die evangelischen Territorien dann den gregorianischen Kalender gehabt haben. In den Ratsprotokollen von Walderstadt stehen bis zum Jahr 1700 immer noch beide Daten drin, nach gregorianischem und julianischem Kalender. Verrückt. Sehr kompliziert. Das ist dann so ein Durcheinander gewesen, wie wir es jetzt hier sehen. Da haben wir Bären, da haben wir Deckentäler, da haben wir Clowns, also jede Menge verschiedene Narren in verschiedenen Häusern. Immer wieder der Bär, der sozusagen als roter Faden sich durch viele, viele Fasnachten zieht. Man kann durch ganz Europa gehen, wird immer wieder Bären finden. Nicht umsonst gibt es den Spruch, haarig ist der Bär. Auch der hängt natürlich damit zusammen. Wenn ich jetzt alles aufzählen würde, wo es in Europa Bären gibt, wäre die Sendung aus. Ein Steckentäler, Jakob. Was ist das? Das ist ein Waldgeist. Und zwar ein angenehmer, lächelnder Waldgeist. Der guckt fast so ein bisschen verschmitzt, gell? Wie wenn er schon wieder irgendwas ausheckt. Und jetzt sind wir, glaube ich, in Köln angelangt, Maja. Sind wir in Köln? Nein! Warum seid ihr Clowns? Warum nicht? Sehr gute Gegenfrage. Also ich finde eigentlich ist auch selbsterklärend. Es macht so gute Laune, wenn man euch anschaut. Und es ist mal was anderes. Nicht immer eine versteckte Maske. Das stimmt. Bei euch sieht man die Augen schön, man sieht euer Lachen schön und ihr seid einfach so schön bunt. Ja, und außerdem gibt es Süßigkeiten. Die kriegen wir. Oh! Da
Solche Clowns, die haben sich immer wieder erhalten, nicht nur in Weilerstadt, sondern zum Beispiel auch im gar nicht weit von hier entfernten Rottenburg. Dort heißt es ja allerdings Bockes. Der Fanfarenzug hat sie jetzt angeführt aus Weilerstadt mit Rucki Zucki und allerhand anderer närrischer Musik. Weiler Schelme, das sind richtige Schelme, oder? Wenn man die Maske betrachtet vom Gesichtsausdruck, das ist ein richtiger Schelm. Ja, da könnte man sich vorstellen, Werner, oder? Dass der jetzt gleich was ausstellt. Durchaus denkbar. Verschmitzt aussehen tut er ja. Teufel gibt es natürlich in Weil, das sind die Schelle-Teufel. Und die haben überall Schellen, Rollen dran, also kleine, runde Glöckle und Schellet halt. Genau. Eine Fasnacht mit unheimlich vielen bunten Facetten. Weil ist an der Fasnacht ein Narrennest. Teufel sind, sind auch die Hexen nicht weit. Auch die gibt es in Weil. Das ist schon witzig, wie unterschiedlich dann auch so die Lautstärken sind, wenn Weißnarren schön geordnet durchziehen und man hört fast nur die Schellen und jetzt ein Huhuhu von den Hexen und von den Teufeln und dann wieder ganz andere Rufe. Also Fasnacht ist auch ein sehr lautes Fest. Da sind Geräusche, man ruft was, man singt was, es spielt Musik, die Narren selber machen Geräusche, es gibt die unmöglichsten und möglichsten Lärminstrumente, die Schellen tönen. Fasnacht, das ist nicht nur zum Sehen, sondern das ist auch was, was klingt und was man hören muss. Ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht und das man mal gehabt haben muss. Man muss das gesehen haben und soweit es möglich ist, mit vielen Perspektiven liefern wir Ihnen das auch frei Haus von diesem wunderschönen Jubiläumsumzug hier in Horb. Unglaublich, diese Lautstärke. Die Beliebtheit der Hexen braucht man, glaube ich, Jakob, nicht mehr eigens hervorheben. Die ergibt sich sozusagen aus den Bildern von selber.